Fans freuen sich auf die Partie, die jetzt gleich beginnt. Und zwei Kommentatoren freuen sich auch. Der eine heißt Tom Bayer und der andere Sebastian Hellmann. Richtig, ich freue mich mit dir, Tom, auf dieses Spiel. Diese beiden guten Mannschaften versprechen ja einiges. Hoffen wir, dass sie das halten können. Ich bin mir da ganz sicher, es wird sicherlich eine sehr spannende Begegnung. Klasse Atmosphäre heute in diesem Stadion. Beide Mannschaften haben sich bisher so ein bisschen reingetastet in diese Saison. Und von daher gesehen könnte das heute für beide ein richtungsweisendes Spiel sein. Auf jeden Fall, Tom. Das Stadion erstaunlich gut gefüllt. Die Fans halten ihrer Mannschaft die Treue. Und ich hoffe für die Zuschauer, dass die Mannschaft das auch belohnt, indem sie besonders gut spielt. Also dass wir eine richtig packende Auseinandersetzung. Gegen diese Abwehr eine Lücke zu finden, das ist verdammt schwierig. Vollmer. Und sie stehen immer noch kompakt, sind nach wie vor konzentriert. Hier haben wir Błaszczykowski. Und der geht ja meterweit am Tor vorbei. Oh, den Ball soll er so schnell wie möglich vergessen. Ein ganz schwacher Versuch von ihm, also da muss mehr kommen. Der passt. Endlich. Lang genug haben wir darauf gewartet. Ja, da stand der Gold richtig und musste nur noch abziehen. Ein toller Treffer. Ja, viel schöner kannst du es ja nicht mehr machen. Das ist ja schon fast Fußball von einem anderen Stern. Vollner. Der Schiedsrichter lässt weiterspielen. Abgewehrt, aber die Situation ist noch nicht geklärt. Mit dem Kopf nach vorne gespielt. Achtung, genau in den Lauf. Ja, und die Fans wieder enttäuscht nach diesem schwachen Schuss. Ja, da war nicht viel mehr drin in dieser Situation. Zu viele Spieler um ihn herum. Schein. Absolut, wie er da in den Zweikampf geht. Und da musst du die Lücke erstmal finden. Die stehen hinten so kompakt. Da hat er geahnt, wohin der Ball kommen würde. Und bringt die Fingerspitzen noch an den Ball. Toll gemacht vom Keeper. Super reagiert. Aber der Stürmer muss natürlich viel mehr aus der Chance machen. Weltklasse. Ein Tor mit absolutem Seltenheitswert. Klasse gemacht. Ja, das war schon fast die Vorentscheidung. Ja, klasse Abwehrleistung. Der Pass mit vollem Risiko, aber es ist gut gegangen. Ja, und dieser Abwehrspieler lässt überhaupt nichts anbrennen. Am Ball jetzt Błaszczykowski. Lukas Piszczek. Und mit solchen Flankenbällen kannst du natürlich keine Abwehr aus den Angeln heben. Ja, und dafür hat er das Auge. Klasse gespielt. Und das kann er ja. Lange Bälle spielen. Vollner. Schiedsrichter macht das richtig, lässt weiterlaufen.
Und weg ist der Ball. Ja, schön. Oh, da hat er das Glück für heute, aber voll ausgereizt. Und der Schiedsrichter unterbricht das Spiel nicht. So, und der Angriff hat schon wieder nichts eingebracht. Ja, und jetzt müssen sie umschalten. Ganz schnell von Defensive auf Offensive. Lukas Piszczek. Gut, der Schiedsrichter lässt weiterspielen. Das war ein guter Einsatz des Verteidigers hier. Vollner. Und weg ist der Ball. Und das ist eine sehr, sehr konzentrierte Defensivleistung bislang. Vollner. Wunderbarer Pass. Ja, ich glaube kaum, dass die Fans das gerne gesehen haben. Einige wollen einen Freistoß, aber den gibt's nicht. Also Halbzeit jetzt und es steht 2:0. Ja, also das ist natürlich taktisch die ganz hohe Schule. Die haben sich so gut auf den Gegner eingestellt, dass sie gar nicht zulassen müssen. Sie ahnen förmlich jede Aktion voraus. Und ich glaube nicht, dass sich da viel dran ändern wird in den zweiten 45 Minuten. So, 15 Minuten Pause gab es für die Spieler. Die ist vorbei und dann geht's jetzt los mit der zweiten Halbzeit. Ja, gut gespielt vom Verteidiger. Hier haben wir Błaszczykowski. Und was für ein Treffer. Absolute Spitzenklasse. Und das macht er mit viel Gefühl. Und am Ende ist der Ball im Tor. Per Nilsson. Vollner. Ja, das sieht der Trainer gern. Und das ist wichtig. Die ganze Abwehr steht kompakt. Gebhardt. Und das war schon toll, dieser Pass. Vollner. Gut aufgepasst, aufmerksam. Die Situation richtig eingeschätzt, den Ball zurückerobert. Lukas Piszczek. Ja, in der Abwehr stehen sie sicher. Hummels. Ja, das ist noch ein Straßenfußballer, Typ Spielmacher. Abgewehrt, aber das könnte noch was geben. Der Ball ist erstmal raus aus dem Strafraum und sie können hinten erstmal durchatmen. Gebhardt. Sauber vom Ball getrennt. Alle Achtung, klasse Leistung des Verteidigers. Mit den Fingerspitzen war er noch dran, aber die Situation ist noch nicht bereinigt. Ja, mit dem Wechsel musste man eigentlich rechnen. Und der neue Mann hat jetzt die Gelegenheit, ein paar Akzente zu setzen. Na, der Trainer hat reagiert und bringt einen weiteren Stürmer. Ich bin gespannt, ob er frischen Wind in das Angriffsspiel seiner Mannschaft bringt. Die Verteidigung spielt sehr diszipliniert. Tja, kommen Sie noch mal ran? Die Frage können wir noch nicht beantworten. Ja, Tom, er wird sicherlich
erleichtert sein, endlich getroffen zu haben. Sie haben immer noch einen hohen Rückstand, aber vielleicht schaffen Sie es ja noch. Jakub Błaszczykowski. So, jetzt hat er sich den Ball im Mittelfeld erkämpft und sie haben eine gute Konterchance. Jetzt versuchen sie da hinten mit Mann und Maus ihr Tor sauber zu halten. Augenblick noch soeben geklärt. Stark gehalten vom Torhüter in dieser Szene. Das war nicht leicht für ihn. Ja, und hier die klare Entscheidung. Abstoß. Den hat er vielleicht nicht voll getroffen, deswegen geht der Ball klar am Tor vorbei. Gut gesehen vom Verteidiger. Ja, das hätte auch schief gehen können, war riskant, aber es ist gut gegangen. Ja, das war zu ungenau und davon hat der Abwehrspieler gleich profitiert. Und jetzt kommt das Zuspiel nach vorne. Was ist denn nur mit der Abwehr los? Und daraus könnte was werden. Und den Ball hat er sich im wahrsten Sinne des Wortes erobert. Schön gemacht. Hoch in den 16er. Ja, da hatten sie die Chance, aber wieder ist die Abwehr zur Stelle. Ja, und die Gastmannschaft ist richtig gut drauf. Das soll ihnen erstmal einer nachmachen. 3 Siege hintereinander. Also ich persönlich finde, Tom, das ist bisher eine sehr brauchbare Bilanz für diese Mannschaft. In dieser frühen Phase der Saison klappt zwar noch nicht alles, aber man ist auf einem guten Weg. Man ist hinten stabil, das ist die Basis für den Erfolg. Und nach vorne scheint man ebenfalls gut zu arbeiten.